Ich bin ein großer Fan von alten Autos und heute durfte ich ein Teil von dieser Rallye sein, von dieser Rudolf Caracciola Rallye. Erstmal Caracciola selbst ist natürlich, da habe ich mich gerade schlau gemacht jetzt in den letzten paar Monaten und habe alle alten DVDs und so geguckt. Und unglaublich die Leistung von dem damals in den 30er Jahren als Rennfahrer für Mercedes. Und jetzt selber ja diese Autos zu fahren, das ist immer ein Riesenerlebnis, diese alten Mercedes-Autos. Mercedes ist hat so eine geschichtsträchtige Vergangenheit, ja, und die Autos sind unglaublich. Auch heutzutage noch, 60 Jahre danach. Es ist fast ein modernes Auto eigentlich, ja, also alles wie heute fast. Und das Fahrgefühl einfach dabei, das Erlebnis, wirklich schön. Sie waren mit dem Mercedes 300 SL unterwegs, das war der Mercedes, mit dem Rudolf Caracciola damals auch den Unfall gebaut hat und seine Rennkarriere beendet hat. Hatte man da nicht ein bisschen Angst, dass es nicht mehr bis nach Österreich reicht? Nein, also ich habe schon Vertrauen in die Autos und auch in die Vorbereitung. Die werden ja jetzt immer sehr detailliert gewartet da beim Mercedes-Benz Classic Center und da habe ich dann keine Bedenken. Und ich habe auch richtig Gas gegeben jetzt auf der Autobahn da in Deutschland. Ist ja freie Fahrt ab und zu. Da habe ich schon, war schon cool. Nico Rosberg, schon fast nicht bekannt für seine vielen Radaranlagen, also Radarfallen. Sind Sie sicher durch die Stadt gekommen oder treffen wir Sie morgen auf dem Polizeiposten? Ja, deswegen habe ich genau im Detail gesagt, dass ich Gas gegeben habe in Deutschland. Nach der Grenze habe ich kein Gas mehr gegeben. Weil ich weiß natürlich, in der Schweiz muss man es langsam angehen. Wie gut kennen Sie die Stadt Schaffhausen? Nee, kenne ich nicht. Ich war zwar schon mal hier in dem Hauptquartier von IWC und bin immer wieder gerne hier, klar, aber die Stadt selbst kenne ich nicht. Sie durften unlängst eine Uhr mit designen. Wie war das Erlebnis für Sie? Tolles Erlebnis, klar. Insbesondere weil IWC, ich bin schon immer ein Riesenfan von IWC. Mein Vater hat mir zu meinem Abitur damals eine IWC-Uhr geschenkt. Und jetzt darf ich selber IWC halt als Ambassador agieren für IWC. Ja, das ist natürlich ganz toll. Und jetzt selber eine Nico Edition Watch zu haben und selber zu designen, also das war eigentlich unglaublich. Und ich durfte echt, die haben mir auf den Tisch gelegt, hier kannst du alles aussuchen, deine Materialien, wie du es zusammenstellst und so. Also ich durfte alles selber zusammenstellen und war interessant und ich finde es ja, schön, das Endresultat von der Uhr. Da ist sie. Mich würde es sonst noch interessieren, ich habe auf Twitter gesehen, Sie sind in letzter Zeit auch öfters mal mit dem Boot unterwegs. Wechselt man dann schon bald vom Boot, vom Auto aufs Boot? Hängen Sie Ihre Karriere bald an den Nagel und sind nur noch auf dem Wasser unterwegs? Das ist jetzt was ganz Neues, habe ich jetzt gerade für mich so entdeckt, dieses selber Boot fahren. Und es ist schon schön, diese Freiheit auf dem Wasser, ja, egal wohin, egal wann, wie. Und bin jetzt gerade dabei, dann den Führerschein in Angriff zu nehmen. Das ist halt das Problem, dass ich den noch nicht habe. Also das muss jetzt kommen. Aber die Formel-1-Karriere, die wird noch ein bisschen bestehen bleiben. Ja, klar. Das hat mit dem natürlich nichts zu tun. Vielen Dank. Okay, Dankeschön.